So, da sind wir wieder. Gucken wir gleich mal in unser wundervolles Logbuch rein. Hafenliebe können wir nochmal versuchen anzugehen. Ist aber nicht das, was ich unbedingt anstreben würde. Aber vielleicht mal legendäre Gegenstände. Haben wir noch irgendwas, was wir auf Taranis machen müssen? Kaladur, Kila. Auf der Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Ist die zufälligerweise hier? Diamantschärfer? Nein, ist es nicht. Der blaue Fehlerkiel, Taranis. Hat aber Gelegenheit, der Oststrand von Taranis hat der Fehler absuchen. Machen wir doch mal. Antigua. Ich soll euch bei den Händlern auf Taranis nach der vergoldeten Kuppel umsehen. Das Buch Leis Versprechen soll ich bei den Magiern von Taranis finden. Okay. Vielleicht hat ein Magier auf Taranis eine Steintafel bei sich. Und das Sonnenkristall befindet sich im Magiertor auf Taranis befinden. Der Magiertor auf Taranis. Ist das der Magierturm? Das ist der Magierturm wahrscheinlich. Was war das für ein Ding? Sonnenkristall? Okay. Warte mal, kann man das tatsächlich auf der Karte markieren? Ach so, da komme ich nicht rein. Ärgerlich, ärgerlich. Ach, kann man tatsächlich, warte mal. Das Buch leise Versprechen. Kann man das tatsächlich auch mal auf Karte sehen? Ach so, das ist ja super einfach. Jedes Mal da irgendwas. Egal. Dann mal schauen, wo leise Versprechen sein könnte. Hier offenbar nicht, oder möglicherweise, ich guck mal. Gespeichert. Guck weg, Gnome. Guck weg, Gnome. Vielen Dank. Wir haben Apfel, Brot, Fleisch, Käse, Wein, Gold, Krug, einen Besen, Hammer und Schmiedehammer. All das nehmen wir mit. Hier ist ein Bücherregal. Ist hier vielleicht leise Versprechen drin? Nein. Hier vielleicht irgendwo. Da ist ein Pokal auf jeden Fall. Und Taranis Band 3. Den wir auch direkt mitnehmen. Ein Astrolabium, was immer das auch sein mag. Ein Krug. Kommt noch ein bisschen Krimskrams mit. Die Magier haben eh genug. Jetzt sind wir in der Wächter, jetzt gehört alles uns gleichzeitig. Ah ja. Ein weiterer Pokal. Da unten ist noch irgendwas. Sieht aus wie eine Klinge, ehrlich gesagt. Kann man nicht einfach... Da ist noch ein Säckchen Gold. Ein schwerer Sack Gold sogar. Dieser Griff ist auch echt Gold wert, muss man sagen. Nee, ich schätze mal, das ist einfach eine... auf einem höheren... Level hier. Also das Buch meine ich, aber eine höhere Etage meine ich. Geh doch mal... Oh, Edward, ernsthaft. Die Leute stellen sich wirklich direkt in den Weg. Oder es ist einfach ein Keller. Das kann natürlich auch sein. Hier könnte es sein. So, hier. Direkt über uns. Kann ich mir offen kaum vorstellen. Die Magier haben kein Problem mit mir. Wunderbar. Nehme ich kurz mal das alte Wissen mit. Und diesen Silberteller. Und diese Schatulle. Das Buch ist scheinbar uninteressant für mich, aber die goldene Schale ist nicht uninteressant für mich. Ich brauche das alles für meine total wichtigen Reisen hier. Tut mir leid, es ist natürlich kein Diebstahl. Ach, Faruko, der Wächter Horas sollte sich bei dir melden. Der Wächter Horas sollte sich bei dir melden. Warum macht er das dann nicht selbst? Er ist gerade verhindert. Ist das so? Nun, dann lass uns keine weitere Zeit mit Horas kleinen Spielereien verschwenden und endlich zur Tat schreiten. Verschob mich damit, gib mir einfach deinen Auftrag. Was hast du denn für ein Problem mit Horas eigentlich? Was hast du für ein Problem mit Horas? Er ist unzuverlässig, vorlaut und vertrödelt seine Zeit mit weltlichen Nichtigkeiten. Das gilt auch für andere Wächter und Kadetten. Anstatt sich um die Gemeinschaft verdient zu machen, wird lieber Abenteuern nachgejagt. Wie du meinst. Wie du meinst. Meister Erasmus' Arbeit am Reaktor ist vorbildlich. Dank mir. Jedoch werden wir seine Effizienz immens verbessern können, wenn wir noch mehr Bergkristalle im Einsatz hätten. Einige Wächter sind auf die anderen Inseln der Südsee entsandt worden, um nach ihnen zu suchen. Leider ist bisher nur ein kleiner Teil davon bei mir angekommen. Wir brauchen unbedingt noch die Ausbeute der anderen Wächter. Horas soll nach ihnen suchen und ihre Ausbeute zu mir bringen. Das wäre auch schon alles. Horas selbst sollte genau wissen, was nun zu tun ist. Ja, das natürlich, das wäre auch schon alles. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Du kannst mir Sprüche herstellen. Ah, bitte die Magie der Sprüche in einfachen Gegenständen. Dieser Gegenstand enthält die Ladung eines Zaubers. Wie sinnlos. Also als Magier ist das ziemlich sinnlos.
Wo ist denn hier bitte? In dieser Truhe. Ah, okay, in dieser Truhe könnte das Buch einfach sein. F5 speichern. Knacken. Öffnen. Die Perle. Ein seltener Edelstein, viel wert. Und 6 magische Kristalle. Okay, das ist nicht das, was ich brauche. Da ist irgendeine Art Schmiedehammer oder sowas. Interessant ist, was sich alles hinter den Wänden verbirgt. Heißt es tatsächlich, dass wir jetzt noch mehr Kram mitnehmen müssen, weil wir den goldenen Kerzenständer braucht keiner hier. Brandgefahr und so. Speichern. Kann man nochmal hier hochgehen? Raus hier! Bar, dürfen wir das? Na gut, aber verschwinde! Gut, ich gehe mal davon aus, dass der komische goldene Kristall dann hier oben ist. Das passiert. Egal. Machen wir erstmal einen anderen legendären Gegenstand. Was haben wir noch? Die goldene Kugel bei den Händen auf Terranis. Welcher Händler in Terranis mag es wohl sein? Ah, okay. Angila. Gehen wir nochmal eins runter. Danach würde ich fast sagen, hätte ich fast Bock, mich um die Delikatessen und Köstlichkeiten von diesem Herrn da oben zu kümmern, weil es einfach ein ganz lustiger Auftrag ist. Ich müsste dann auf dem Weg dahin auch gleich mal noch den Horas Bescheid geben, auf dass er die ganzen anderen Kristalle mitbringen möge. Wo ist das denn hier? Horas in dem Gebäude. Quatsch, Agila in dem Gebäude, meine ich. Die Magier können mit... Bist du hier drin oder bist du unten in der Kneipe? Ich nehme an, du bist unten in der Kneipe. Natürlich gut, dass ich hochgegangen bin. Ganz fantastisch. So, einmal hier runter bitte. Und der Chef hier heißt scheinbar Agila. Ach guck mal, wir sind alle auf einmal. Hartwig, Wells, Kadett. Sehr gute Entscheidung. Erstmal was trinken. Hartwig, bist du Agila? Du bist Agila. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Nein, genau. Was hast du anzubieten? Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Wo ist es denn? Der Kristallanhänger, der funkelte O-Ring. Wo ist es denn? Saphir, Bauplan für was? Für ein Feueropal. Oh, alle Anweisungen, Zutaten zum Herstellen eines Feueropals. Braucht ein paar magische Kristalle, Rubin und Gold. Erz. Gibt mir Schrotflinten plus 5, Silberzunge plus 10, Kristallmagie plus 5 und Schützerklacken minus 10. Es funkelt in allen Farben des Feuers, das ist ja schön. Vergoldete Kugel, ach, für nur 2000 Öcken. Durch ihr Gewicht besitzt sie eine stärkere Durchschlagskraft. Ja, komm mal, kaufen wir's. Weil, einfach nur legendärer Gegenstand ist, und ich ehrlich gesagt so viel wie möglich finden möchte. Hartwig! Nee, lass uns Arm drücken, will ich ehrlich gesagt nicht. Wells, wer bist du nochmal? Was kannst du noch sagen? Nix. Kadett. Das Wort der Magie ist Gesetz. Darum trainieren wir. Alles wunderbar. Und bei dir, Roderich? Ihr reagiert alle nicht darauf, dass ich jetzt Wächter bin. Das ist ein bisschen schade aufgestanden. Da hätte ich mir aufgestanden ein bisschen mehr gewünscht. Aber gut, dann eben nicht. Dann speichern wir das Ganze wieder. Werden uns zum Schiff teleportieren. Zurück zum Schiff teleportieren, genau. Und werden dem lieben Horas gleich mal Bescheid geben, dass er einen neuen Auftrag hat. Ist das nicht schön? Horas. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Ja, aber einen wissen wir ja schon ungefähr, wo der ist, nicht wahr? Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristall suchen? Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristall suchen? Gegenfrage. Welche Inseln können wir denn ansteuern? Ja, Takarigua natürlich, da waren wir ja gerade erst. Takarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Okay, dann Antigua. Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Na gut, dann sprechen wir also mal alle an. Die Eisenbucht Kalador. Die Eisenbucht Kalador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Kalador sogar Gräber plündert. Mhm. Die kleine Tropeninsel Kila? Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Ob er dort fündig geworden ist? Möglicherweise. Kila haben wir schon ganz gut durchsucht. Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Hat schon jemand auf Taranis gesucht?
Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Terranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie viele Inseln müssen wir denn überhaupt abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Natürlich. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Na wunderbar. Du hast also Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. Hier, ein Bergkristall. Nein. Tut mir leid, ich brauche ehrlich gesagt kein geiles Zeug. Das ist geil an Magier, dass man es einfach mal nicht braucht. Ich speichere mal und gucke mir mal kurz an, wo wir denn coole Dinge für den Feinschmecker finden können. Schmackhafter Schinken. Questdialog anzeigen. Was brauchen wir noch? Nochmal zurück. Wir brauchen noch den schmackhaften Schinken, die zarten Muscheln und den Käse. Okay. So, bla bla bla. Was für eine Frage. Das grüne aromatischen Wein. Irgendeine Idee, wo ich die Spezialitäten auftreiben kann. Genau. Dämoniker auf Kado, einen köstlichen Schinken. Okay. Ich will jetzt aber nicht unbedingt schon wieder direkt zurück nach Kalador. Muscheln auf Antigua. Und Käse. Der oberste Magus Zacharias hat... Ja, das ist ganz schwierig, weil der oberste... Da kommen wir gar nicht ran. Aber egal. Antigua, habe ich gehört. Haben wir auf Antigua noch irgendwas zu tun? Müssen wir nicht irgendwas abgeben noch? Antigua ist gar nicht mal aufgeführt. Waren wir noch nie auf Antigua? Aber natürlich waren wir schon auf Antigua. Alter! Was für ein Soundeffekt gerade? Wir waren doch schon mal auf Antigua, oder? In See stechen? Takarigua, Antigua. Heimat aller Piraten der südlichen See. Einfach mal hingefahren. Hey, ich möchte an Land gehen. Klar, kein Problem. Was hast du vor? Ich will mich in der Taverne umhören. Bestimmt hat der eine oder andere ein kleines Geheimnis, das ich ihm entlocken kann. Hol mich in der Taverne ab. Ich werde dort auf dich warten. Gut, dann bis später. Ja, wunderbar. Antigua, hier waren wir lange nicht mehr. Zumindest ein bisschen nicht mehr. Wenn wir wieder bei uns mitnehmen, lass uns doch mal Horas mitnehmen. Zwei Magier. Was denkst du über diesen Ort? Die Piraten wissen, wie man lebt, was? Die Jagd nach Reichtum und Ruhm ist eine lebenfüllende Aufgabe. Trifft sich gut, dass sie dabei so gute Seefahrer sind. Vor allem dann, wenn man den Hals nicht vollkriegt. Nicht wahr? Na komm mal mit. Komm mit. Wie du willst. Wir gehen gleich mal in die Taverne, warum eigentlich auch nicht? Ruderboot zum Hafen natürlich. Das ist dann wohl die Stadt Antigua auf der Insel Antigua. Ja, ne? Wer sich die Namen ausgedacht hat, sollte hingerichtet werden. Sprich bitte mal bei den Entwicklern, nicht wahr? Antigua. Hier sollen wir... irgendwas finden. Muscheln, glaube ich. Bin mal gespannt, ob wir das tatsächlich finden. Aber erstmal spreche ich mit Patty, die ja irgendwo wieder irgendwelche alten Männer ausquetscht. Piraten, die trinken? Sachen gibt's. Ja, ne? Ah, da bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Du kennst doch noch den alten Piratenkapitän Romanov. Flüchtig. Ich hörte, er sei tot. Er soll hier auf der Insel eine seiner Truhen zurückgelassen haben. Jeder weiß, wo sie steht. Doch aus Angst vor dem Fluch Romanovs traut sich niemand, sie anzufassen. Mich kann kein Fluch mehr beeindrucken. Wie auch immer, wir müssen vorsichtig sein. Die Truhe steht in einem sehr gefährlichen Gebiet. Hier, ich zeichne dir auf deiner Karte ein, wo sie steht. So, das sollte leicht zu finden sein. Okay, ich habe Ruhm als Küste geplündert. Kiste, nicht Küste geplündert. Ich habe Ruhm als Kiste geplündert. Gut. Dann haben wir unseren Schnitt auf Taranis gemacht, würde ich sagen. Hast du eine Anmerkung zur aktuellen Lage? Anmerkungen zur aktuellen Lage? Man kann diese Idioten keine zwei Tage alleine lassen. Was haben diese Versager bloß aus unserem Hauptquartier gemacht? Am liebsten würde ich in dem Drecksnest mal richtig aufräumen. Okay. Antigua. Hier kommen alte Erinnerungen hoch. Warte, mit einem müssen wir glaube ich noch sprechen, Mac. Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Ja, wir müssen vielleicht immer noch irgendwelchen blauen Krimskrams suchen. Oben ist was Blaues. Was ist das? Das ist kein Grog, das ist ein Hammer oder sowas. Dummerweise wird das ja sehen, wenn ich einfach mal den Kram mitnehme. Ich glaube, hier war noch ein bisschen was, aber ich wurde, glaube ich, rausgescheucht damals. Speichern. Kann man einfach so... Warte mal, wenn ich jetzt die Umschalttaste drücke.
hier reingehe, wenn... Du siehst mich. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ja, okay. Raus hier! Okay. Ja, entferne dich! Ja, entferne dich! Okay, kann man... speichern? Kann man das Messer mitnehmen? Man kann, solange er nicht guckt. Ja, super. Ist aber nicht mehr... nichts der Rede wert. Ärgerlich, irgendwer hat unflätig gerübst. Müssen wir nicht noch mit irgendeiner... müssen wir dir nicht irgendeinen Brief noch geben oder sowas? Hey, Grace! Du kennst einen toten Piratenkapitän mit Kapitän mit Namen Slane. Du kennst einen toten Piratenkapitän mit Namen Slane? Wer will das wissen? Ich. Ich brauche etwas, was sie mal gehört hat. Einen persönlichen Gegenstand. Ach so. Und du dachtest, du kommst deswegen bei einem seiner ehemaligen Mädchen vorbei? Ja? Komm schon. Hast du etwas oder nicht? Ja. Hier, dieses Taschentuch. Slane hat es mir vor Jahren geschenkt. Keine Ahnung, warum ich das stinkende Ding immer noch mit mir herumschleppe. Und jetzt kein Wort mehr darüber, klar? Slanes Taschentuch halten, der ist ja super. Leider haben wir nicht mehr den lieben Inquisitor dabei, den lieben Inquisitor Mendoza, der uns sozusagen mit diesen Gegenständen irgendwie Zutritt zu Slane selber verschaffen könnte. Aber schade. Wegen Wilson. Wegen Wilson. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Also hat er deinen Brief bekommen? Wilson hat deinen Brief bekommen. Ihr Schurken seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Wunderbar. Ja, unglaublich, was? Dann mal her mit dem Gold. Hier, versauf nicht gleich alles. 200 Gold, das wäre auch schwer. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Ach, er ist ja so ein Charmeur. Wilsons Verlobungsring, okay, das ging ja relativ schnell. Dann müssen wir vielleicht noch mit Wilson nochmal sprechen und sagen, dass es ihr gefallen hat oder so. Also, ich überlege, dass ich hier reingehe. Benimm dich, solange du hier bist. Das versuche ich. Da, was ist das denn bitte? Gold? Ne, ein Spiegel. Und das da ist was? Eine Schreibfeder. Sag ich ja nur. Okay, diese Quest mit Wilson haben wir also offensichtlich erfüllt, aber ganz ehrlich, wo ist denn hier Antigua bei diesen Piratenallianz vielleicht? Nee, Allianz mit den Piraten, mein altes Piratenschiff liegt nutzlos vor Kiel herum, ich muss es irgendwie schaffen, dass es an einer großen Schlacht gegen die Schatten zum Einsatz kommt. Ich muss mit dem Steuermann Jake auf dem Schiff davon überzeugen, mit mir und dem Piratenschiff gegen die Schatten in die Schlacht zu ziehen. Dazu will er einen Beweis meiner Stärke, vermutlich muss ich mich in meinen Zustand einer starken Gemeinschaft anschließen und den mächtigsten Zauberer, der eingeboren, auf meine Seite ziehen. Ja, kein Problem. Das alte Wissen, das Grimoire, Eldrick spricht von einem alten Grimoire, in dem die Lösung meiner Probleme stehen könnte. Es soll sich in der alten Burgruine im Gewässern Kardos befinden, die wir zwar schon durchsucht haben, aber das Ding nicht mitgenommen haben. Sehr ärgerlich, öffnet das große Tor. Das ist, nein, das Reich der Schatten. Kristallportal von Antigua. Auch auf Antigua gibt es ein Kristallportal. Wenn ich mich nicht um das Ding kümmere, wird Antigua bald untergehen. Ja, wunderbar, wenn ich schon auf Antigua bin. Mach ich vielleicht mal das Kristallportal kaputt, was da drüben ist. Oder so. Und wir waren auch schon mal hier und haben das Kristallportal schon mal gesucht, aber damals konnten wir, glaube ich, irgendwie das Ding noch nicht zerstören, weswegen es uns einfach schlichtweg nicht angezeigt wurde, oder es wurde schlichtweg nicht gespawnt oder was auch immer. Ist noch irgendwas hier? Ja, aber schon alles durchsucht oder irgendwas in der Richtung, das ist ja super. Muss ich denn hier rein? Ich muss, glaube ich, wirklich da rein. Ein Feuerchen und ein Feuergolemchen. Der ist mal neu, oder? Hallo, kann ich den vielleicht mal anvisieren? Kuckuck. Oh, ich hab den falschen Zauber. Der ist besser. Ein flammender Golem. Das ist aber schick. Könntest du bitte aufhören, die falsche Richtung zu zaubern? Das wäre super. Ja. Eiszauber ist natürlich gegen Flammengolem super. Das Vieh gibt keinen Mucks mehr von sich. Ruhm bis 100, Geschenk des Feuers, okay. Dreimal Feuerring halten, alter Schwede, das lohnt sich aber wirklich. Und diese Kiste habe ich auch mal schon mal gelootet, da ist ja irgendwie neu gespawnt offensichtlich. Ist okay, ab und zu mal neuer Feuergolem spawnen lassen, das ist ja auch ganz nett.
Ich meine, dann brauche ich auch nicht mehr großartig nach Kristallen zu suchen, sondern geh einfach nur rein, mach das Portal kaputt und geh wieder raus. Wahrscheinlich ist ja noch ein oder zwei Ghoul. Können wir noch ein oder zwei Ghoul hier finden. Aber wir werden sehen. Ich glaube, hier könnte man irgendwie abstürzen, kann das sein? Ja. Dann gehen wir hier hoch, bitte. Da vorne! Na, schau mal an! Neue Schergen! Autsch! Schade, wollte ich gleich endlich mal diese Vierer-Kombination ausprobieren? Alter! Wollte ich nicht mal diese Vierer-Kombination ausprobieren, die ich mir gekauft habe bei den Magiern? Hat aber nicht geklappt. So, das Ganze nochmal. Sie machen doch mehr Schaden, als ich dachte. Aber das kriegen wir hin. Wir haben jetzt nötigenfalls auch noch die Heilung. So, hier sind irgendwelche Scherben. Na, dann kommt mal rein. Mist. Das Vieh gibt keinen Mock mehr von sich. In der Tat. So, eine Schattenwaffe und eine weitere Schattenwaffe. Und da hinten müsste ich jetzt mal irgendwo ein Portal befinden, oder? Das war, glaube ich, eins der ersten Portale. Das ist beeindruckend. Unsere Feinde haben das hier gemacht. Vergiss das nicht. Das ist... Nein, keine Angst. Beeindruckend ist es trotzdem. Also kämpfst du eigentlich mit dem Schwert? Begreife ich nicht ganz, aber okay. Hallo. Oh, das ist noch Schattenwurf, fällt mir gerade so auf. Weg. Weg und weg. Nee, mein Freund. Schattenlord der Gier, was? Also was kann man Gott sei Dank nicht passieren? Falsch. Weg! Autsch, weg. Und ein bisschen Heilung. Heilung. Und weg. Hohohoho. Das war ja schon einigermaßen knapp. Und ich roll wieder zurück, weil es so schön ist. Na, hast du Spaß? Ah ja, kümmert sich jetzt um den, sehr gut. Das war's, mein lieber Freund. Ja, wunderbar. Ein Schattenzepter. Hoas, du bist gerade ein bisschen im Weg. Ein Schattenlord der Gier, ein neues schwarzes Herz, wunderbar. Und den Rest kann man immer so sein lassen. So. Ich hätte gerne mal dieses Tor zerstört. Das Kristallportal auf Antigua ist zerstört. Ich freue mich sehr. Guck mal, hier ist der Leuchte noch so rot. Ah ja, aber mittlerweile den Blick der Schatten haben oder irgendwas in Richtung. Hier ist auch noch eine Waffe. Ganz fantastisch. Dann ist auch noch eine Waffe. Ja, super, damit dürfen wir so ziemlich alle Portale zerstört haben hier in diesem Spiel. Oder zumindest alle, an die ich mich gerade erinnern kann. Und in der nächsten Folge geht's weiter auf Antigua. Bis gleich.